Willkommen zurück zu Killer is Dead. Im letzten Part haben wir die komplette fünfte Episode durchgezockt, was eigentlich nur so ein komischen Flashback war von Mondos Vergangenheit und von irgendeinem Mädchen, was anscheinend später zu Moon River wurde. Es gab noch einen kurzen Bosskampf mit Moon River, falls es hier war, ich weiß es nicht, aber sieht anscheinend doch so aus. Und ja, weiter geht's mit Episode 6, der Mann, der ihre Ohren stahl. Was geht da noch? Ich weiß es nicht. So, der Mann, der ihre Ohren stahl. Kunde, Jubilee, neue Mission, Victor männlich, 200 cm, 56, aus Österreich. Ja, Kruzifix, ist das ja brutal. Wunderbar, okay. Los geht's. What the fuck? あなたの才能は世界が嫉妬する。ここに閉じ込めましょう。このヘッドホンをお使いなさい。ミス・ジュビリー、あなたの奏でる音で人々は感情をむき出すでしょう。優しい気持ち、嬉しい気持ち。 憎しみの気持ち、殺意の気持ち、人々は感情豊かに殺し合うことでしょう。所長のブライアンです。 ここに来たら何の問題もありません。遠慮なく。なるほど。音楽家にとっての命を奪ったわけですね。この男も音楽家。悪い男だ。取り戻してください。 大切なことです。お約束いたします。それではこの書類に目を通してサインをお願いします。<笑><笑> ついたわ。音楽家はあそこのてっぺんよ。何かあったら無線で連絡するから、あとはよろしく。わかりました。任せてください。いい返事ね。依頼人が美人だからかしら。いいえ。仕事ですか。 Das Spiel ist so verdammt cool. So, mit was weg? Und da müssen wir ein bisschen in die ganze Kampfsteuerung nochmal reinkommen, aber sieht relativ gut aus. Jo, läuft schon ganz gut. Müsste ich gleich mal in der Waffe testen. Das war falsch. Das war auch falsch. So war es genau. Moment, das habe ich gleich. Jetzt machen wir später, wenn ein Gegner da ist, sonst komme ich da ein bisschen leicht durcheinander. So. Ja, ich kenne dich schon von dieser Herausforderung. So. Du noch weg. Und du. So, dann bist du mein Versuchskaninchen. Wie geht das? Erstmal treffen.
Okay, friert langsam ein. Cool. Cool, cool. So. Jetzt mal umgucken, nicht, dass hier wieder irgendwas versteckt ist, aber... Das sieht dann relativ abgesperrten Areal aus. Okay, man kann einiges zerstören, das mag ich. Das hier vielleicht auch. Ne, da geht nichts. Okay, kann das vielleicht noch? Da ist ja irgendwie jemand versteckt, ich weiß es ja nicht. Ne, aber Blutstufe plus 1. Gut, dann anscheinend nach oben, denn... nach unten, denn hier oben ist abgesperrt. Schön aufladen. Ja, da ist er ja. Der Drecksack. Einfach Ohren stehlen. Boom, boom, boom box. Special Edition Speakers. Was denn das to take over the world? Okay. Wenn ihr so Musik besessen habt, dann finde ich schon mal ganz gut. Ich stehe auf sowas. Auf so Musikspiele und ähnliches. Eieiei. Einfach ich. Nein, nein, nein. Oh, ja, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Apropos, ich muss mal kurz gucken. Kann ich irgendwas upgraden oder eine neue Technik lernen oder einen neuen Upgrade oder was? Jetzt habe ich den 89. Bullet Job Plus, Bullet Job wird verbessert. Okay, dann spare ich mal lieber auf das hier oder vielleicht schon. Ich spare lieber mal auf das hier. Gut, dann passt das schon. Ach, Button Smashing, wunderbar. Jetzt ist er vielleicht irgendwie auf diese Waffe leicht allergisch. Schön. Gar nicht mal so schwer. Alles einsacken hier. Okay, ist halt einfach, ja? Oder ist das gleiche? Ach, das ist solche, okay, dann passt das schon. Dort schon drei von der Sorte, das wäre krass gewesen. Aber die gehen ja noch. Komm schon. Nein, das war ein bisschen zu langsam. Hört aber auch einiges aus. Ah, ich lerne das nie. So geht das genau. Coole Waffen, muss ich echt sagen. Verdammt praktisch. Und? Das war's für dich. Also, 105, das heißt, wir können mal kurz upgraden tun hier. Mit Bullet Job Plus. Bullet Job wird verbessert. Jupp. Mal gucken, wie das aussieht. War das dann dieser hier wahrscheinlich? Ah, schießt jetzt. Mehr auf einmal, cool. Drei auf einmal, cool. Bei den anderen auch. Nee. Okay, ich habe eh kein Blut mehr zum. Was anderes zum Tun. Ah, so geht das auch. Praktisch. Okay, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo noch eine. Uns allseits bekannte Dame finden, schätze ich mal. Und da kommt schon zwei von der Sorte. Wunderbar. Ich lieb das ja. Look ist auch ziemlich geil gerade im Hintergrund. Oh ja, das war gut, das war gut. Das war richtig gut. Verdammt gut getimt. Zack. Frisst das, dass du mal durch bist. Natalia! Natalia, wer war denn das nochmal?
kommt ein größerer Gegner. Aber ich nehme die falsche Taste drück. Ist echt niemand. Ist so verdächtig. Okay, da gang ich rein. Okay, wo muss ich jetzt lang? Hier wahrscheinlich irgendwo hin. Ah, jetzt. Da sind sie ja. Na wunderbar, wie viel denn noch? Oh, das wird richtig krass. Eieieiei. Das wird leicht überfordert wahrscheinlich. Ach, falsche Taste. Oh, was ich denn? Nein, nein, wo? Beweg dich doch! So, die erste ist down. Dann bist du jetzt dran. So. Wer schießt denn da? Ja, wahrscheinlich in Bewegung bleiben. Cool. Ah, ich bin so ein schlechter Shooter. Nein, 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 nein. Ganz vorsichtig. So, weich doch aus. Verstecke ich mir lieber hier bei diesen mächtigen Companion Cubes. So. Ich bin der beste Shooter-Spieler überhaupt. Sieht man schon. Ist irgendwas zerstören oder wie? Gott, ich bin so ein schlechter Shooter. Ich würde sagen, so ein schlechter Shooter-Player. Aber läuft schon. Ist sogar mein Gegner versteckt. Höchstens hier hinten, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Irgendwas ist hier bestimmt versteckt, das weiß ich. Dem Spiel traue ich relativ viel zu. Also dann ab nach oben. Die Mucke ist richtig geil. Okay. Dann kommt mal hier. Okay, das ist zu krass. Oh mein Gott. Ich check gar nichts mehr, aber Gott, ist das krass. So. So, das war's glaube ich schon, oder? Alles einsacken? Danke! Ich muss gerade übelst an Dings denken, an Devil May Cry. So mit Dante und Twister gerade, so ein bisschen leicht. Oh, die ist die Twister. Ich habe schon 1000 Jahre nicht mehr geguckt, aber da war auch eine da, die oft mit dem Motorrad rumfuhr. Aber es wird irgendwie so ein Anspiel, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Ich wusste, die ist irgendwo. Hallöchen. Katana-Herausforderung Teil 3. Und frisches Blut. Sehr schön. Wäre es ein bisschen intelligenter gewesen, wenn ich zuvor ein bisschen mich aufgehielt hätte und dann mit dir angesprochen hätte, damit das jetzt voll wäre, aber naja. Intelligenz findet man bei mir nicht so häufig. So, was ist hier noch für ein versteckter Raum? Anscheinend nichts.
Okay, dann schätze ich mal, dass ich jetzt hier weiter kann, wenn ich weiß wo. Wahrscheinlich hier upstairs. Zur Sonic Cloud Inc. Okay. Ich glaube, ich will jetzt erst ein bisschen kommen, diese oberen zwei. Wenn ich dafür Ruhe hab. So. Das war das. Und jetzt zu dir. Ah, das war's schon. Best Bossfight ever. Nimm den Kopf und beweg dich. Okay, warum nicht? Ist sonst nichts mehr? Nö, dann her damit. Hä? Was muss ich tun? Das ist ja krass. Ein Kopfabdruckscanner. Was es nicht alles gibt. Tja, wird das leicht oder nicht? Das weiß ich noch nicht. Ist irgendwas versteckt zum Zerstören? Hier ist wieder so ein. Ich kann mir die falsche Taste drücken. Ich bin so beschränkt teilweise. So, hier noch. Da ist noch mal irgendwo. Ich weiß es ja nicht. Hier oben wahrscheinlich noch. Gehe ich mal nach oben. Dann was? Ich habe das überall alles versteckt, aber. Naja. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Hast du mich erschreckt? So, genau. L1 nicht R2. Okay, da muss ich immer den längsten Weg gehen, den es gibt. Hier ist so ein Aufzug. Der kenne ich nur von ganz früher, von dem Mondlevel. Ist ja relativ einfach zu besiegen, das ist nicht so schwierig. Komm schon. So, und down mit dir. Muss einfach nur richtig abhausen das Ganze, dann geht das schon. Wenn wir so die Verteidigung zerstören, dann klappt das schon. Oder einfach so. So. Das Bühne dauert 3 Stunden. Kriechen. Geh Feindling mit Beschuss durch, Kriechen hast den Weg. Aha. Aber Kriechen ist ja Pussis. Schön aufpassen hier. So. Und das war's. Und Moment. Pussy Mode. Ah, ist das blöd. Ist auch taktisch sehr intelligent. Zack, das war's mit dir. Und das war's für dich. Zack. So.
Aber ich kann nicht gehen, das ist saudumm. Oder? Wenn ich hier in der Gegend so decken was, das ist sehr intelligent. Okay, ich sehe gerade, die Zeit läuft ab und ich mache kurz hier ganz kurz Pause. So. Stealth-Modus. Ach, lieber so. Okay. Ja, läuft schon mal ziemlich gut mit der 6. Mission. Der meinte ihre Ohrenstall aus Österreich. Victor, ich bin schon mal sehr gespannt, was das für ein krasser Bosskampf wird. Der Biss sieht schon ziemlich cool aus und ja. Wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Killer is Dead. Ciao.